Ich habe Minecraft-Items 3000 Mal übersetzt. Und was auch immer rauskam, ich hab's neu erstellt. Und wenn es euch Videos gefeiert, lasst es mich mit einem Like wissen. Okay, ich würde sagen, lass heute mal mit dem Schild anfangen. So, 3000 Mal übersetzen. Okay, ein Instrument. Okay, wie wäre es mit einer Gitarre? Weil eine Gitarre könnte ich mir nämlich noch recht gut vorstellen als Schildersatz. Okay, dann würde ich mal sagen, lass mal mit dem Gitarrenbauch hier mal anfangen. Okay, ich versuche es hier mal so rund zu machen, wie es nur kann. Wieso kann ich das hier nicht größer ziehen? Gut, dann müssen wir das wohl ein klitzekleines bisschen kleiner machen. Ich glaube, die Gitarre ist doch ein bisschen zu dick, ne? Ich glaube, so sieht es besser aus. Ich merke schon, dass die Gitarre heute das hässlichste wird. Okay, so sieht es mal ein bisschen besser abgerundet aus. Aber ich glaube trotzdem, dass das hier nicht das Schönste sein wird, was ich heute machen werde. Zumindest hoffe ich es ja mal. Okay, das Grundmodell ist soweit fertig. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zum Texturieren. So, erstmal machen wir alles immer so in einer Holztextur. Ich würde sagen, dass wir diese Teile zum Verstellen in so einem etwas dunkleren Weiß machen. Und unsere Saale machen wir in so einem Grau. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ja noch ein Loch in der Mitte von der Gitarre. Okay, somit wäre die Gitarre eigentlich hiermit soweit fertig. So, wie sollen wir dies in der Hand halten? Also da wäre es ja wie ein Schild in der Hand halten. Würde ich schon sagen, dass wir es vielleicht irgendwie, ja, so hier vielleicht machen. Okay, let's go. Einfach eine Gitarre hier als Schild. Okay, da bin ich ja mal gespannt, wie dann das hier auch in Minecraft aussieht. Okay, wir sind jetzt in Minecraft und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob das ja auch so geklappt hat. So, erst einmal suchen wir mal das Schild. Okay, das sieht ja gar nicht mal so schlecht hier schon mal aus. Leute, Seite bereit und let's go. Okay, das Blocken ist ein bisschen komisch. Aber sonst eigentlich auch von hier sieht dann gar nicht so schlecht aus. Also ich finde, das ist eigentlich nicht mal allzu schlecht. Außer, dass das Ding in meinem Mund drin ist. Aber fürs erste Item bin ich damit doch eigentlich noch recht zufrieden. Aber wie gesagt, ich möchte heute noch etwas viel, viel Besseres machen, als in nur, ja, diese Gitarre. Okay, lass mal als nächstes das Boot mal machen. So, auch hier wieder 3000 Mal übersetzen. Okay, Fahrzeugräder. Okay, also aus diesem Boot sollen wir jetzt irgendwie ein Fahrzeug mit Rädern machen? Ey, mir kommt da sofort eine Idee. Wir haben auch im letzten Video schon mal aus der Fackel an nochmal Lightning McQueen gemacht. Wie wäre es, wenn wir ihn jetzt mal groß machen, unser hier als Boot? Okay, dazu können wir als allererstes mal die Router entfernen. Das da schieben wir ein bisschen nach oben. So, ich glaube, diese Trennwände hier brauchen wir eigentlich auch gar nicht. So, Räder brauchen wir natürlich auch noch. Also so von der Form muss ich schon mal sagen, fällt es mir richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, können wir jetzt schon mal ans Texturieren kommen. Also erstmal machen wir das alles immer rot. Und die Räder werden wir schwarz machen. Augen brauchen wir natürlich ja auch noch. So, und jetzt muss auch noch der Blitz irgendwie noch hin. Oh Mann, ich kann diesen Blitz so überhaupt gar nicht. So, geht doch. Naja, zumindest irgendwie einigermaßen. Und jetzt muss irgendwie auch noch die Zahl hier noch drauf. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie unser Lightning McQueen hier als Boot in Minecraft dann wirklich aussieht. Okay, wir sind auch schon am Wasser. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob das auch wirklich alles so geklappt hat. Okay, ich würde sagen, wir suchen mal nach dem Boot. Okay, die Boottextur ist noch normal. Okay, ich bin jetzt echt mal gespannt und es hat geklappt. Okay, gut, den ersten, den ich damals mal gemacht habe, den fand ich vielleicht so ein bisschen besser von außen her. Aber, Digga, wie geil ist denn das? Ey, Leute, das... Warte mal, wie sieht's aus, wenn ich drin bin? Okay, ich sehe schon mal gar nichts. Oh mein Gott. Hä, hey, Leute, guck, wie geil das einmal ist. Man könnte eigentlich so eine kleine Straße hinbauen. Gut, man will zwar nur mit 2 km/h fahren, aber nice. Ich bin damit mega gerade zufrieden. Ey, Leute, schreibt mir in den Kommentaren. Das sieht doch so geil aus. Das ist gefühlt das Geilste, was ich je einmal gemacht habe. Ich bin damit mehr als nur zufrieden. Okay, kommen wir zum nächsten Item und lass mal wieder die Fackel mal nehmen. So, auch hier wieder 3000 Mal übersetzen. Okay, gelbes Viereck. Okay, wie wäre es denn mit SpongeBob? Weil SpongeBob ist auch nur ein gelbes Viereck. Und das könnte mir irgendwie auch richtig nice werden, wenn das so SpongeBob einfach nur so eine Fackel ist. Okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir erstmal an mit den Beinen. Die machen wir erstmal ein bisschen größer. So, haben wir auch noch seine Arme hier. Und natürlich hat er auch eine Nase. Dann gehen wir das Ende machen erstmal hier schwammgelb. So, die Schuhe machen wir schwarz. So, er hat auch noch hier weiße Socken an. Müssen wir natürlich auch noch hier machen. So, wie ist die Anordnung von seinen Sockenstreifen? Ich glaube, rot, blau, rot, gell? Und natürlich seine Krawatte dürfen wir ja auch nicht vergessen. Die machen wir uns einfach hier rot. Wie soll ich seinen Mund malen? Okay. Oh Mann. Okay, also der nächste Zeichner von SpongeBob werde ich damit nicht. Okay, bin ich mal gespannt, ob es geklappt hat. Hier vorne haben wir auch gleich schon ein bisschen was an Kohle. So, und jetzt machen wir uns mal unseren SpongeBob. Ich habe SpongeBob in der Hand. Wie sieht es aus in den Plaisen? Schade. Okay, das verstehe ich gerade nicht, warum wir SpongeBob hier nicht blazen können. Aber wenn wir ihn so droppen, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Weil er ist ja fast so groß wie ich. Also trotzdem, dass wir ihn nicht blazen können, warum auch immer, finde ich, ist er mir so eigentlich recht gut gelungen. Okay, dann würde ich mal sagen, lass mal als nächstes doch mal zum Diamantschwert kommen.
So, hier wieder 3000 Mal übersetzen. Okay, einen Kasten. Boah, wie wäre es denn mit einem Briefkasten? Ja, da steckt auch das Wort Kasten drin. Und dann hätten wir auch noch, ja, ich sag mal so einen Griff, wo wir das halt eben nochmal halten können. Genau, wir machen jetzt so einen amerikanischen Briefkasten. Ja, der geht eigentlich recht schnell. Das ist immer gefühlt das Simpelste, was ich hier gemacht habe. So, das Ganze natürlich noch ein bisschen smoother hier noch machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier so in Minecraft aussieht. Okay, dann würde ich mal sagen, craften und setzen mein Diamantschwert. Und hat's geklappt? Es hat geklappt. Let's go. Wir haben jetzt einen gigantischen Briefkasten in der Hand. Oh, warte mal, jetzt ist auch gleich schon scharf. Let's go. Also das war wirklich mal einer, wenn nicht sogar das Simpelste, was ich je gemacht habe. Zumindest das Simpelste, was irgendwie auch noch, ja, recht gut noch irgendwie aussieht. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Item. Wie wäre es denn mit der Diamantspitzhacke? So, das letzte Mal für heute 3000 Mal übersetzen. Okay, eine Toilette. Okay, wir werden dann jetzt so eine Toilettenspitzhacke machen. Gott, mal erst mache ich mal die Toiletten. Okay, nice. Somit hätten wir schon mal die beiden Toiletten hier. Ich denke, das könnte irgendwie nice aussehen. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch den Stiel. Genau, und dieser ist dann mit den beiden Toiletten hier verbunden. Okay, da kommen wir jetzt mal zum Texturieren. So, einmal grundlegend werden wir die Toilette erstmal weiß machen. So, diesen, ja, Spülknopf, so einem schönen Grau. Zum Wasser wollen wir auch in den Toiletten noch haben. Und, ja, das darf natürlich auch nicht fehlen. Okay, auch in der First Person und auch so in der Hand sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie dann das wirklich so in Minecraft aussieht. So, dann gehen wir mal zu unserem Crafting-Table und machen uns mal eine Diamantspitzhacke. Oh, und das hat wirklich einmal geklappt. Wir haben einmal eine Klo-Spitzhacke. Okay, nice. Da fängt immer weiter hier eine Mine. Dann können wir ein bisschen mal was abbauen. Okay, auch das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir bauen einmal mal mit einer Toilette Steine mal ab. Nice. Ja, dafür hat das Minecraft, aber ich übersetze Items 3000 Mal. Und ich von diesen 5 Items, die wir heute gemacht haben, finde ich ja noch diesen, ja, Lightning McQueen AK unser Boot einfach am besten. Weil ich finde das richtig nice, einfach hier mit Lightning McQueen einfach ein bisschen, ja, rumzucruisen. Aber schreibt ihr erstmal in die Kommentare, welche von diesen 5 Items ihr hiervon am coolsten fandet. Und nochmal vielen, vielen Dank an all meine Kanalmitglieder und vor allem an Timecode, der nämlich schon seit über 3 Monaten Keksmeister ist. Vielen, vielen Dank für deinen krassen Support. Und sollte es nur noch sein und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo da lassen und auch gerne noch die Glocke aktivieren, kann man das nicht verpassen. Ich würde es da like freuen und immer noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Ciao!